Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moinsen, heute geht's um den Ausgang vom Deutsch-Französischen Krieg und die Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Schaut euch unbedingt die vorigen Videos an, damit ihr wisst, wo wir stehen. Ansonsten legen wir direkt los. Also, wir haben die Ausgangslage vom letzten Video. Bismarck hat 1870 genau das geschafft, was er erreichen will, den Deutsch-Französischen Krieg. Der Norddeutsche Bund unter der Führung Preußens und die verbündeten süddeutschen Staaten kämpfen gemeinsam gegen Frankreich. Wie läuft der Krieg jetzt ab? Die deutsche Seite greift schnell an. Die haben gute Artillerie dabei, also fette Kanonen. Ziemlich schnell fahren die deutschen Staaten dann den entscheidenden Sieg ein. Merkt euch hier die Schlacht von Sedan von 1870. Diese fette Schlacht gewinnen die Deutschen und nehmen über 100.000 französische Soldaten und den fucking französischen König gefangen. Das könnt ihr hier auf dem Bild auch sehen. Der linke ist der gefangene französische König, den nennt man auch Kaiser Napoleon III. Rechts sitzt Bismarck. Damit ist 1870 schon klar, wie es läuft. Frankreich hatte sich überschätzt, die deutschen Staaten sind überlegen. Frankreich versucht sich weiter zu verteidigen, muss dann aber 1871 aufgeben. Es wird der Friede von Frankfurt geschlossen. Ein Friedensvertrag, bei dem Frankreich nicht gut wegkommt. So viel zum Ausgang des Krieges. Der Krieg hat natürlich die süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund zusammengeschweißt. Die haben Seite an Seite gekämpft und hatten einen gemeinsamen Feind. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine brutal schwere Hausarbeitsaufgabe versucht, gemeinsam in der Freistunde zu machen, nur viel krasser. Das sorgt für eine ziemlich nationale Stimmung. Genau darauf hat Bismarck es abgesehen. Über den Krieg gegen Frankreich will er ein preußisch dominiertes deutsches Kaiserreich schaffen. Das Einheitsgefühl wird jetzt also ausgenutzt. Schon kurz nachdem der Krieg losgeht, verhandelt Bismarck mit den süddeutschen Staaten über ihren Beitritt zum Norddeutschen Bund. Wenn die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund beitreten, bedeutet das, alle schließen sich zu einem deutschen Reich zusammen. Der Sieg bei der Schlacht von Sedan sorgt nochmal für eine riesige nationale Begeisterung. Trotzdem gibt es ein paar Probleme. Die süddeutschen Staaten sind etwas skeptisch. Zum einen ist der Norden protestantisch, also evangelisch, in den süddeutschen Staaten wie Bayern ist man aber eher katholisch. Zum anderen ist es ihnen nicht geheuer, dass es einen deutschen Kaiser geben soll. Insgesamt war der Norden denen zu dominant, um da easy peasy beizutreten. Bismarck kann die süddeutschen Staaten aber in Einzelverhandlungen überzeugen. Dabei werden den Staaten Sonderrechte zugesprochen. Außerdem wird der bayerische König Ludwig II. Massiv bestochen. Im Endeffekt sieht es dann so aus. Die süddeutschen Fürsten tragen dem preußischen König die Kaiserkrone an. Sie bieten also an, ein deutsches Kaiserreich unter der Führung vom preußischen König zu bilden. Alles von Bismarck so hin manipuliert. Die allerletzte Hürde ist, dass der preußische König Wilhelm I. die Kaiserkrone annimmt. Der mag den Titel Deutscher Kaiser nicht, weil er meint, das wertet das preußische Königtum herab. Preußen for the win. Also das ist jetzt schwer zu verstehen, der ist halt ein bisschen bockig wie ein Kleinkind. Bismarck muss ihn erstmal überreden. Als dann das Deutsche Kaiserreich 1871 offiziell ausgerufen wird, gibt's einen Kompromiss. Sie nennen Wilhelm einfach seine kaiserliche und königliche Majestät Kaiser Wilhelm I. Diese offizielle Ausrufung nennt man auch Proklamation oder Kaiserproklamation. Schönes Fremdwort, könnt ihr euch merken. Passieren tut das in Versailles in Frankreich, weil man Frankreich ja soeben besiegt hat. Mit der Kaiserproklamation 1871 haben wir es dann endgültig geschafft. Das Ziel ist erreicht, es gibt ein deutsches Kaiserreich. Deutschland ist als Nationalstaat geeint. Ohne Volksbeteiligung und durch viel Krieg. So wie Bismarck schon 1862 gesagt hat, in Klammer Zitat, nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Das ist ein echt cooles Zitat, haut es gerne eurem Lehrer um die Ohren. Jetzt wisst ihr, wie das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde. War doch eine geile Reise. Wie der Laden so organisiert ist, könnt ihr euch gerne in unseren anderen Videos anschauen. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Norddeutscher Bund plus süddeutsche Staaten besiegen Frankreich. Nationales Einheitsgefühl, aber auch Skepsis. Die süddeutschen Staaten werden einzeln von Bismarck überzeugt. Wilhelm I. wird überzeugt und nimmt die deutsche Kaiserkrone 1871 an. Das ist die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs. Sprich, Deutschland ist als Nationalstaat geeint. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann ladet euch einfach unsere App The Simple Club runter. Bis gleich!